Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja. Wir sind immer noch im Wakfu-Schrein, aber wenn man richtig sieht, sind wir vor dem Ende. Auf einer riesigen Uhr und dürfen jetzt gleich gegen zwei riesige mechanische Eulen kämpfen. Okay. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Eigentlich verdanke ich das diesem Wolf und seinem kleinen Freund. Ein Koropokel erschien, nachdem ihr gegangen seid, und sagte mir, ich sollte Amaterasu helfen gehen. Das ist also der Begleiter des Wolfs, von dem du gesprochen hast, stimmt's? Dieser Wolf wurde durch das Auftauchen des Koropokels aufgemuntert. Es sah aus, als hätte der Wolf irgendwas wiedergefunden. Ich spürte, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Ein Band, das in mir das Gefühl weckte, dass sie okay sein werden. Also habe ich sie verlassen und kam hierher geeilt. Aber genug geredet jetzt. Ich nehme mal an, wenn ihr hier seid, dann müssen diese Dämonen irgendwo da vorne sein. Nun, Amaterasu, willst du mit mir zusammen kämpfen? Los geht's. Oh, Geister der Luft, der Erde und der See. Ja, ja, gewährt uns eure göttliche Macht. Wir müssen gucken, dass wir zuerst die Uhreneule, also Nechku, ausschalten. Weil der kann scheinbar die Zeit anhalten. Also nicht der da, sondern der da. Hierhin sind diese Spatzenhirne also gegangen. Sie versuchen sich zu verstecken, um ihre Wunden zu lecken. Diesmal dürfen wir diese Höllenapparate nicht entkommen lassen. Und ich befürchte, wir haben auch gar nicht mehr die Energie, sie noch einmal zu jagen. Die? Nochmal abhauen? Hehe. Noch nie ist meine Beute meinem treuen Schwert, den Komaro, öfter als einmal entkommen. Und meiner Klinge auch nicht. So, der zaubert irgendein riesiges Ei über seinem Kopf. Oh. Da müssen wir einen Blitz einschlagen lassen, um ihn ein bisschen zu grillen. Jetzt aber Amaterasu, zieh mich zurück wie ein Pfeil. Und feuer mich auf diesen Dämonen ab. Ich werde sie auf den Boden ziehen. Okay, aber Amaterasu, zieh mich mit deinem ganzen Kraft. Ach so. Und feuer mich ab. Ja, gut. So war das gemeint. Okay, was macht er jetzt? Eine Bombe. Au, ich wurde eingefroren. So, Energie von ihm. Und ein Blitz. So, und dann holen wir dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Und machen dich kalt. Oh. Da packt er uns schon wieder und wirft uns durch die Gegend.
fürs Feuer. Ah ja. Ich hoffe mal, dass der andere nicht auf die Idee kommt, wieder aufzustehen. So, kommt jetzt wieder eine Bombe? Nein, er macht das. Damit kann ich leben. Damit nicht. So, kommt jetzt eine Bombe? Ja. So. Und das war's mit den beiden hoffentlich. Oder kommt eine zweite Phase? Ah, die beiden explodieren einfach. Und zerstören die verfluchte Zone. Die Zwillingsdämonen, die plötzlich auf dem Ezufuchi erwacht waren und versucht hatten, das Land von Kamui einzufrieren, waren besiegt. Wir verschwanden in einem Ausbruch von Blüten, dank der Bemühungen von Oki und Amaterasu. Aber dafür erschien eine riesige Wolke, die schwarz wie die Nacht war und das Gebiet verdunkelte. Pesthauch, Neunschwanz, die Zwillingsdämonen Nechko und Nechko. Die Seelen von jedem einzelnen von ihnen wurden in die Wolke gesaugt, als sie weiterzog. Sie schwebte in Richtung der Arche der Yamato auf dem Grund des Laochi-See. Die Arche der Yamato beherbergt die Finsternis der gesamten Welt in sich. Tuskels Worte halten seltsam wider und erweckten so das Herz von Amaterasu. All die Opfer, all die im Namen des Guten verlorenen Leben, war das alles umsonst gewesen? Shiranui, Amaterasus 100 Jahre alte Inkarnation, war müde und erschöpft vor der schweren Schlacht. Aber als Shiranui das Glänzen von Okis Schwertkutton bemerkte, sah es so aus, als würde ein listiges Lächeln auf ihren müden Wolfslippen erscheinen. Zufrieden mit diesem hellen Schimmer der Hoffnung erhob sich Shiranui und bot ihre gesamte Stärke auf, um durch das Geistertor zurück in die Vergangenheit zu gelangen. Zurück nach Hause. Als Amaterasu und Iso nach vorne guckten, waren sie sich im Klaren darüber, dass Shiranui zurückging, um sich der Gefahr zu stellen, zu der Schlacht mit Orochi. Nachdem sie Naki vor den Klauen des Todes gerettet hatte und ihnen bei ihrer eigenen Mission geholfen hatte, würde Shiranui jetzt als Heldin sterben und damit die Legende von Orochi schaffen. Als Ishaku verschwand, zeigten seine Augen jene Härte, die jemand zeigt, der sich auf eine Beerdigung vorbereitet. Oh, eine Sonnenscherbe nur. Er hat ein Fragment der Sonne. Er hat Sonnenfragmente gesammelt für eine Einheit Solarenergie. Ja, Zeit ist gut, Schaden nicht ganz so. Aber wir haben das auch hinter uns. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Wir sind jetzt schon 37 Stunden dabei.
Dabei habe ich nicht mal alles gemacht, was ich machen konnte. Amaterasu und die anderen kehrten zurück zum Fuß des Itsufuchi. Dort sahen sie Lika, die intensiv betete. Der Sturm hatte nachgelassen. Also Likas Hand sieht auf der Malung ein bisschen muskulös aus. Dann, wie zur Feier ihres schwer errungenen Sieges, brachen die Zwillingsvulkane des Itsufuchi in großen Flammensäulen aus. Die Dorfbewohner spürten die Wärme auf ihrer Haut und wischten sich Tränen der Freude aus ihren Augen. Muruki überblickte bloß in stoischer Ruhe das Geschehen und blieb ruhig. Obwohl die bösen Dämonen vertrieben worden waren, verursachte ihm der Gedanke, dass er das Schwert genommen und so viel Ärger verursacht hatte, großen Kummer. Der Einzige, der seine Sorge mindern konnte, war Samikel, der Häuptling, der Kimo aus dem Schrein getreten. Der Häuptling, der Kimo aus dem Schrein gerettet hatte, trat vor. Ruhig ging er auf Oki zu und streckte ihm die Hand entgegen. Seine Augen unterstrichen die Bedeutung hinter dieser Geste. Oki, die Bedeutung dieses Momentes verstehen, streckte ihm seine Hand entgegen. In dem Moment, als sie sich die Hände schüttelten, war Webcare als ein Dorf wiedergeboren, das viel zu stark war, um jemals wieder ein Opfer des Bösen zu werden. Zumal die Zwillingsdämonen eh jetzt weg sind. Und konnte das Schwert, das die Zwillingsdämonen besiegt hat, wurde durch Oki selbst auf sein Podest zurückgetan. Und solange der Glanz verblieb, wagte sich kein böses Wesen auch nur in die Nähe. Kurzums Glanz bezeugte eine Macht, die zu groß war, um vom Bösen bezwungen zu werden. Und in diesem Moment schoss ein heller Lichtstrahl aus Kuton und schlug auf dem gefrorenen Laochi-See ein. Und obwohl der See noch nie Anzeichen gemacht hatte zu schmelzen, begann sich Riss im Eis zu bilden. Die Legende der eisernen Arche der Yamato besagt, dass die Arche aus dem Himmel fiel und so der heilige Laochi-See, in dem die Arche ruht, entstand. Doch nun konnten alle Anwesenden sehen, dass es mehr als nur eine Legende war. Ja. Ja, hier ist Yamato. Sie schwebt am Himmel. Was machst du? Wie kann ein so riesiges Ding in den Himmel aufsteigen? Das muss bedeuten, dass die alte Legende wahr sind. Die Legende darüber, wie diese Arche aus der göttlichen Ebene auf unsere Weltabstürze im Laochi-See versank. Es wird gesagt, dass die göttlichen Wesen, die mit ihr auf unsere Welt stürzen, von zahllosen gemeinen Monstern verschlungen wurden. Und da Medi durch den Herrscher der Finsternis, Yami, kontrolliert wird, also steht die Arche der Yamato in einem Zusammenhang mit den Kräften der Finsternis. Tuskel, ich hab Angst. Mhm. Die Arche der Yamato. Man sagt, sie sei vom Himmel gefallen. Sie ist wirklich furchtgebietend. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben. Wenn Kuton sie überstrahlt. Die Wand aus Eis in der Prophezeiung ist nicht der dämonische Schneesturm. Es ist vielmehr das Eis auf unserem permanent gefrorenen See. Hm. Amaterasu, wenn die Arche der Weg in den Himmel ist, dann musst du auf das Schiff. Auch wenn wir uns noch nicht lang genug kennen, so weiß ich doch bereits, was für eine Art Wesen du bist. Auf dich wartet da vorne das Reich der Götter. Es ist eine Reise, auf die der Rest von uns nicht gehen kann. Aber du wusstest das, oder? Etwa nicht, Amaterasu? Ja. Gut, es ist auch hier scheinbar aufgebrochen.
Oder auch nicht. Und ich habe gedacht, hier wäre jetzt ein Weg nach hinten zu dem Spiegel. Weil ich würde schon gern wissen, was da hinten ist. Aber nö, hier kann ich nirgends lang. Ich kann höchstens in die Arche. Unsichtbare Wände, ernsthaft? Okay. Mir fehlt halt auch immer noch eine Waffe. Ja, ist jetzt die große Frage. Sollen wir in die Arche reingucken und das Spiel damit beenden? Also ja, ich weiß schon mal, die Arche ist ein Point of No Return. Ja, Kamuyezu Fuchi, überschreiben wir mal. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die Regenbogenbrücke. Hi Koton. Ciao Koton. Warte, warte, Ami. Du weißt, was passiert, wenn du über diesen Regenbogenbrücke oder Bord der Arche der Yamato gehst, oder? Ich meine, das Boot bringt Unglück. Die Leute von Kamui wissen das alles. Es ist das meistgehasste und meistgefürchtete Ding im ganzen Land. Selbst die Legenden haben nichts Gutes über das Schiff, noch über den Lao Chisi zu sagen. Und du weißt, es gibt keinen Weg zurück, wenn du erstmal an Bord von diesem Ding bist. Hä, hey, du siehst aus, als ob du was sagen wolltest. Entschlossenheit? Du meinst, dass du hast die Entschlossenheit, den Punkt ohne Wiederkehr zu überschreiten? Hast du diese Entschlossenheit? Ja. Ich verstehe. Nun, ich schätze mal, dass es dann wohl losgeht. Ami, lass dich nicht wie vor 100 Jahren umbringen. Habe ich eigentlich nicht vor, wobei wir nicht vor 100 Jahren gestorben sind, sondern heute. Und danach 100 Jahre zurückgekehrt ist. Warte mal, Ami. Nun, wir haben zusammen eine Menge durchgemacht. Wie lange ist es her, dass wir uns das erste Mal trafen? Alles fing in dem Tal mit Sakuyas Großbrüsten an. Dann haben wir Orochi fertig gemacht. Danach diesen Fuchsschlampe. Wir waren sogar im Körper des Kaisers und sind auch auf dem Grund des Meeres gewesen. Und dann, bevor ich es wusste, habe ich mich in meinem eigenen Land wiedergefunden. Und jetzt endet es alles mit dem Auftauchen dieser legendären Arche. Aber für dich ist das erst der Beginn eines noch viel größeren Abenteuers. Tut mir leid, Ami. Ich befürchte, hier müssen wir uns verabschieden. Wie ich es dir am Anfang gesagt habe, ich bin mit dir zusammen losgezogen, damit ich deine 13 Pinseltechniken klauen kann. Wir haben sie alle auf unseren Reisen gefunden. Und jetzt ist jede einzelne für immer in meinem Geist eingebrannt. Es ist nicht so, dass ich sie schon gemeistert hätte, aber ich habe vor, eine Menge Spaß mit meinen neuen Fähigkeiten zu haben. Es ist schon traurig, dich weggehen zu sehen. Aber du musst tun, was du tun musst. Pass auf dich auf, Kumpel. Nein, Ami, nicht. Sieh mal, du bist ein Gott, ich bin ein Geist. Wir leben in total anderen Welten. Der Weg, der vor dir liegt, mag ein schwieriger sein, aber du musst ihn allein gehen. Hehe, ich weiß. Es ist nur, ich habe auch Verpflichtungen, die ich erfüllen muss, weißt du? Nur um es kurz zu machen, ich mag keine langen Abschiede. Leb wohl, meine pelzige Freundin.